Heute ist alles ein bisschen anders. Die Torgranate der Woche wird nämlich gleich doppelt gekürt, beziehungsweise wir mussten uns festlegen, wir haben nur einen Preis und Marius Köhl ist es geworden nach einem Dreierpack gegen TuS Koblenz. Marius, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Aber du hast einen ganz feinen Zug gezogen. Du hast nämlich gesagt, du möchtest gerne deinen Preis weitergeben und es bietet sich perfekt an, weil der Zweitplatzierte kommt aus eurer Jugend, aus der Genau. U19, das ist Max Lindemann. Marius, warum hast du diesen Schachzug gewählt? Ja, also ich habe kurz mit meinem Papa darüber gesprochen und der meinte, es wäre eine ganz gute Sache, das einfach an den Zweitplatzierten weiterzugeben, weil ich dann auch gesehen habe, dass er, wie gesagt, auch bei uns in der Jugend spielt und habe dann auch nicht lange nachgedacht und das dann einfach so vollbracht. Ja, du hast es dann dankend angenommen. Als ich dich angerufen habe, warst du erstmal ein bisschen schockiert. Hast du damit gerechnet, dass der Marius den Preis weitergibt? Nee, eigentlich nicht. Also deswegen, ich war auch beim Anruf ein bisschen, sag mal, ein bisschen schockiert, überrascht und habe mich natürlich gefreut. Und nochmal Dankeschön, dass du das gemacht Kein hast. Problem. Ja. Ihr beide untereinander, keine Ahnung, ob ihr schon Berührungspunkte hattet, Noch kennt ihr nie. euch? Nee, noch gar nicht. Hast du schon mal ein Spiel gesehen? Also ich glaube eher ein Spiel von den Senioren Ja, sieht man genau. eher mal als von den Junioren. Hast du schon mal beim Regionalliga ein bisschen reingeschnuppert? Ja, bei den Regionalligaspielen war ich schon dabei und natürlich bei dem Frankfurt-Spiel. Da haben wir auch zugeguckt und es war ja auch sehr erfolgreich. Und ja, da waren wir dabei. Na, der Weg vom Junioren zum Seniorenspieler soll so ein bisschen das Thema dieses Gesprächs sein. Du hast den schon hinter dir. Bei dir steht er noch vorne weg. Marius, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Du hast Drittliga-Einsätze schon in deiner Vita stehen. Was sind denn so die Eigenschaften, die man braucht, wenn man von den Junioren in den Senioren kommt? Ja, also ich würde mal sagen, ganz am Anfang braucht man erstmal Talent, um das Ganze überhaupt zu starten. Und dabei braucht man natürlich Ehrgeiz, ganz viel. Habe ich auch was von meinem Vater, der sagt auch immer, Ehrgeiz schlägt Talent. Kann ich nicht oft genug hören. Und ja, also wenn man auf jeden Fall Talent hat und sehr ehrgeizig ist und immer an sich arbeitet und immer dran glaubt, das glaube ich auch sehr wichtig. Ja, braucht man auch ein bisschen Portion Glück noch dabei und dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Wie anders ist denn dieser Schritt vielleicht auch in Sachen körperlicher Spielweise? Ja, also da muss man sich schon erstmal ein paar Wochen dran gewöhnen. Vor allem trifft man halt im Seniorenbereich ja auf ältere Spieler, ja ausgewachsene Spieler. Ich würde sagen, mit ja, paar 20 oder wenn man hochkommt, ist man ja 19 oder 18, ist man auch noch gar nicht so ausgewachsen, wie es jemand ist, der mit 30. Und deswegen ist das schon was ganz anderes, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Ja. Was wäre so dein erster Tipp, der dir in den Kopf kommt, was du dem Max raten könntest, so der noch einige Jahre vor sich hat? Ja, also immer versuchen mehr zu machen als die anderen, immer was für sich persönlich einfach in der Freizeit oder selbst wenn es halbe Stunde vorm Training ist, früher zu kommen und ja, immer an sich zu glauben und ja, immer mehr zu tun als die anderen. Ja, lass uns nochmal gerade auf das Thema dritte Liga eingehen. Du hast auch mit ganz erfahrenen Leuten gespielt, die wahrscheinlich schon 30 sind, die auch ein ganz anderes Standing haben. Ja. Geben die einem auch was mit im Training, auch vor allem in diesen ganzen Sachen, die wir schon beredet haben? Ja, auf jeden Fall. Also gibt natürlich unterschiedliche Typen von Menschen, aber die meisten, die ich bis jetzt getroffen habe, also wenn man die, kann man auch einfach ganz normal fragen im Training, hier kannst du mir kurz helfen dabei und dann wird man schon eine Antwort bekommen. Und aber ansonsten kriegt man auch oft von links oder rechts einfach ja, Kommentare, was man besser machen könnte oder einen Tipp einfach. Also das kommt auch viel von alleine. Ja, Max, den Dreierpack von Marius haben wir angesprochen gegen Koblenz, gegen deinen Ex-Verein natürlich auch noch, oder Ja, gegen den Rivalen deines Ex-Vereins, genau muss man so. dazu sagen. Ist das auch so ein Traum als Juniorenspieler, als 17-Jähriger, der du jetzt bist, dass man vielleicht irgendwann sagt, boah, so ein Dreierpack in der Regionalliga, das wäre was Krasses? Ja, auf jeden Fall. Allgemein erstmal den Sprung dahin zu schaffen, ist schon was Krasses. Und dann nochmal die 3 Tore. Ist natürlich ein Traum und dafür gebe ich dann auch alles. Und hoffentlich klappt es irgendwann mal, dass wir vielleicht auch mal zusammenspielen Ja. oder ja. Ja, es sind 5 Jahre Differenz. Du kommst in 2 Jahren, wenn ich richtig rechne, oder in 3 Jahren aus der Jugend dann raus in den Seniorenbereich. Gibt es denn da schon Annäherungen von der SG Brockstadt auch jetzt bei euch? Ja, es ist ja immer Kontakt mit der U23 da von der A-Jugend her. Und gucken immer, dass ein paar Jungs bei denen mitspielen, mittrainieren und da gibt es dann auch Annäherungen und ja, dass da immer mal geguckt wird. Okay, Hessenliga ist natürlich, Hessenauswahl meine ich, ist auch so ein Thema. Da bist du aktiv. Du hast mir mal so ein bisschen mitgenommen in deine Woche. Also du musst nach Grünberg zur Hessenauswahl, dann hast du noch diese Trainingseinheiten, kommst selber aus Bad Hersfeld. Du sitzt viel im Auto, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Gestern war zum Beispiel so ein Training von der Hessenauswahl, da waren wir dann da und dann heute.
Nach dem Interview ist er dann direkt wieder Training bei Brockstattern. Ja, ist schon viel, vor allem wenn man dann aus Hersfeld kommt, immer noch mal eine halbe Stunde Anreisezeit. Ja, muss man halt auch wollen und dafür kämpfen, dass man da spielen kann. Und, ja. Ja. Marius, du hast gesagt, dein Vater ist immer sehr, sehr, ja, guckt auf dich und gibt dir Tipps mit. Bei genau. dir, glaube ich, könnte es ähnlich sein. Mike Lindemann ist sein Vater, auch natürlich ein guter Kicker damals gewesen. Ist das also einer, der dir Motivation gibt und der dich auch sehr eigentlich begleitet, seitdem du kickst? Ja, auch. Der versucht mir immer Tipps zu geben, der versucht mich immer so kritisch wie möglich zu sehen, damit ich mich verbessere. Meine Mama auch, die dann eher die Fahrten übernimmt. Also eigentlich die ganze Familie ist sportverrückt und dadurch ist das eigentlich immer ganz gut, dass ich dann mir Tipps abholen kann und dann versuchen kann, mich zu verbessern. Okay. Marius, uns hat eine Mannschaft aus der Frage oder eine Frage aus der Mannschaft erreicht. Ja. wir wollen mal hören von dir, was es mit dem Begriff Richarlison auf sich hat. Ja, also das ist tatsächlich, würde ich mal sagen, so ein Insider gewesen, irgendwann am Anfang der Saison vom Dominik Rummel. Ja, hat gemeint, ich sehe aus wie Richarlison. Und also ich weiß nicht, kennst du bestimmt Stürmer. Und ja, so. Brasilianischer Nationalspieler, kann man, glaube ich, dazu sagen. So hat sich das dann irgendwann gezogen und mittlerweile höre ich halt immer nur noch Richarlison. Und das funktioniert ganz gut? Oh, also tatsächlich habe ich das irgendwann mal so also selber gesehen. Da habe ich aber nur so einmal kurz dran gedacht. Und dann hat irgendwann der erste Freund zu mir gesagt, du siehst schon irgendwie so aus. Und dann war es irgendwann der zweite. Und jetzt auch hier in Fulda direkt am Anfang. Und dann, ja, ich finde das jetzt nicht so unbedingt schlimm, wenn man mich so nennt. Ich weiß ja, dass es nur Spaß ist. Und deswegen ist das halt okay. Und die brasilianischen Skills hast du im Training drauf? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also vielleicht ist es ja auch nicht nur wegen dem Aussehen, sondern weil er auch denkt, dass ich hier brasilianische Fähigkeiten besitze. Nee, aber deswegen. Ja, dann erstmal vielen Dank, ihr beide, für das Gespräch. Euch viel Erfolg gegen Mainz 05 am Wochenende. Ihr spielt gegen den OFC. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin ungeschlagen. Ihr kommt wieder in die Erfolgsspur. Genau. Max, das ist natürlich jetzt dein Präsentkorb von dem Heimatliebe-Shop in Fulda, den du bekommen hättest, aber weitergereicht hast. Ja, das sind unsere beiden Talkgranaten der Woche. Mit unserem Partner DRK kühlen wir diesen Erfolg jede Woche. Und im Anschluss haben wir jetzt noch ein kleines Video für euch, denn der Max ist noch bei der Jonglier-Challenge dabei, die der Marius ja schon absolviert hat und dabei ganz gut geglänzt hat, kann man sagen.